geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Jolene Lisa und ich freue mich mega, dass ihr heute wieder alle eingeschaltet habt. Wie ihr wahrscheinlich wisst, kommt jeden Mittwoch um 18 Uhr, also heute auch, ein Video online, wo wir einen Adventskalender auspacken. Und unter meinem letzten Video, wo wir den Essenzkalender ausgepackt haben, meinten total viele, sie wollen als nächstes den Maybelline-Kalender sehen. Deswegen habe ich hier jetzt für euch den Maybelline Adventskalender von diesem Jahr. Ich bin super, super gespannt. Ich glaube, letztes Jahr hat der mir eigentlich ganz gut gefallen. Wir werden den auf jeden Fall jetzt auspacken, wir werden ihn zusammen bewerten und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video und würde direkt sagen, wir beginnen direkt. Let's go! Ich sehe hier gar nicht die Türchen. Muss ich den irgendwie auspacken? Ich will den jetzt nicht kaputt machen. Ich glaube, ich muss den auspacken. Kann das sein? Bruh. Gesehen hat dieser Adventskalender 49,95 € gekostet. Okay, der ist so unfassbar schön. Nur kann ich diese Klappe irgendwie abmachen? Dieser Kalender ist kompliziert. So sieht der Adventskalender aus. Ich liebe das, wenn Adventskalender in solchen Boxen verpackt ist. Ich finde, das sieht immer so unfassbar schön aus. Ich dachte, das wären so richtige Türchen zum Aufreißen. Und was mir auch schon direkt auffällt, was mir sehr gut gefällt, ist, dass manche Sachen hier Zahlen sind und manche Zahlen sind ausgeschrieben. Also zum Beispiel 11, 10. Also finde ich unnormal cool. So, wir beginnen direkt bei Türchen Nummer 1. Und zwar ist das direkt in so einer kleinen Box verpackt. Und hier steht immer noch ein Tipp drauf. Also trage eine erste Schicht auf, lasse sie kurz antrocknen und tusche dann ein zweites Mal. Okay, dann ist es auf jeden Fall eine Mascara. Und zwar ist es hier The Color Sensational Mascara. Das ist diese gelbe hier. Was mir direkt auffällt, ist, dass es eine Mini-Größe ist. Es ist keine Originalgröße. Und ich hasse das, wenn in Adventskalendern keine Originalgrößen drin sind, weil wofür zahle ich dann den Preis, wenn die Originalgröße irgendwie 7 Euro kostet, dann kostet die hier vielleicht 1, 2 Euro. Für unterwegs ist sie trotzdem echt cool. Die ist ein bisschen länger. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Lip Liner oder ein Kajal drin ist. Okay, ja, es ist ein Lip Liner. Hier stehen nämlich immer Tipps drauf. Finde ich eigentlich ein bisschen langweilig. Boah, es ist eine richtig schöne Farbe. Die Lip Liner von Maybelline sind davon abgesehen richtig, richtig gut. Und zwar ist es hier ein Nude-Ton, also unnormal schöne Farbe. Das ist auch diesmal eine Originalgröße und die kosten teilweise schon 4, 5 Euro. Nummer 3 ist aus der Mitte und ist ein riesiges Türchen. Und zwar ist es ein Helfer für einen geöffneten Blick. Ist bestimmt eine Wimpernzange. Es war richtig, es ist eine Wimpernzange und die Wimpernzange von Maybelline kenne ich auch noch gar nicht. Deswegen bin ich total gespannt, die zu testen. Die wirkt auf jeden Fall bis jetzt sehr gut und ich glaube, man kann die Wimpern dadurch sehr gut durchdrücken. So sieht die Wimpernzange von Maybelline einmal aus. Erinnert mich sehr stark an die von Dior. Bis jetzt bin ich echt zufrieden, außer diese Mini-Mascara. Jetzt wieder ein Tipp und zwar geht es hier um die Augenbrauen. Und zwar ist es ein Augenbrauenstift. Da finde ich es immer ein bisschen schwierig, weil die Farbe ist sehr, sehr hell. Die wird eben nicht jedem passen. Mir könnte die gerade noch so passen. Bin auf jeden Fall gespannt. Die Augenbrauenprodukte von Maybelline sind nämlich auch richtig, richtig gut. Aber ich finde es ein bisschen blöd, dass die so bestimmte Farben reingepackt haben, die eben nicht jeder benutzen kann, wie zum Beispiel eben Augenbrauenprodukte. Nummer 5 ist richtig, richtig schwer und die ist auch total merkwürdig verpackt. Nein, da ist Nagellack drin. Oh, das hasse ich ja. Ich hasse es, Nagellack in Adventskalendern zu haben. Ist halt einfach so unnötig. Vor allen Dingen kann ich es halt einfach nicht benutzen. Es ist ein ganz normaler roter Nagellack drin. Es passt zu Weihnachten, aber finde ich jetzt nicht so cool. Nummer 7 hingegen ist wieder ein total leichtes Türchen. Und ich schätze mal, dass hier ein Primer drin ist, weil hier irgendwas mit Lichtschutzfaktor steht. Und zwar ist es ein Primer, aber in einer Mini-Größe schon wieder. Also das Ding ist, Leute, wie lange kann man bitte so eine Mini-Größe benutzen? 20, 30 Mal? Zum Testen ist es eigentlich echt ganz cool, aber ich hätte es cool gefunden, wären hier wenigstens ein paar größere Größen drin gewesen. Wir sind bei Nummer 8. Das ist wieder ein relativ großes Türchen, was aber sehr, sehr leicht ist. Schenkt dir selbst ein Lächeln. Oh mein Gott, das war letztes Jahr auch schon drin. Das fand ich letztes Jahr schon so unnötig. Das ist einfach ein kleiner Spiegel. Ich fand es bei Essence schon nicht ganz so cool. Zumal der Spiegel eine richtige billige Qualität hat. Wir machen mal weiter. Vielleicht wird diesen Kalender hier noch alles toppen oder irgendwas wird uns richtig umhauen. Nummer 9. Und Nummer 9 ist richtig, richtig schwer. Das ist auch wieder so verpackt. Und hier steht, trage dunklen Nagellack immer in 2 Schichten auf. Oh Mann, es ist schon wieder ein Nagellack drin. Warum ist es dann so eine große Verpackung für einen Nagellack? Da freut man sich doch dann übel. Zumal die Nagellack jetzt irgendwie so 3, 4 Türchen verdeckt waren und die Farbe gefällt mir auch gar nicht. Also so eine Farbe würde ich nicht auf den Fingern und ich auch nicht auf den Fußnägeln tragen. Hier in der Nummer 10 steht was von einem Tattoo-Liner. Bestimmt für die Augenbrauen oder vielleicht ein Eyeliner.
Genau, es ist ein Tattoo-Liner, ein Gel-Pencil. Also ich denke mal, es ist irgendwie so ein Eyeliner, weil jetzt auch die Farbe schwarz ist. Und ich wüsste jetzt gerne mal, ist das eine Originalgröße oder ist das eine Mini-Größe? Aber eigentlich finde ich die Größe von der Ordnung, gerade so als Eyeliner. Hier sind wir bei Nummer 11. Wir machen einfach mit der 11 weiter. Die ist unfassbar leicht. Ein Haargummi drin, ne? Ein Scrunchie. Ich dachte, es wäre ein normales Haargummi. Es ist ein Scrunchie. Und Scrunchies sind ja auch relativ teuer, wenn man sie so kauft. Deswegen finde ich das auch voll cool. Und ich finde diesen Scrunchie, der sieht direkt voll edel aus durch dieses Maybelline-Zeichen. Der hat auch eine voll gute Qualität. Doch, also den Scrunchie finde ich völlig in Ordnung. Finde ich auch richtig, richtig cool. Den soll ich mal den Invisible Adventskalender kaufen mit diesen Haargummis? Würde euch der interessieren oder eher nicht? So, zeigt mir mal gerne in den Kommentaren, wie ihr den finden würdet. Ich stand nämlich gestern davor und war mir überlegen, aber war mir nicht sicher, ob ihr den jetzt cool finden würdet oder nicht. Es geht weiter mit Nummer 12, das heißt Halbzeit. War ist hier ein Lippenstift drin und zwar in einem Rotton. Richtig cool. Boah, es ist sogar richtig der schöne Rotton. Also so ein richtig knalliges Rot einfach. Mit einem glänzenden Effekt. Finde ich auf jeden Fall cool, vor allen Dingen, weil es zu Weihnachten passt und einen roten Lippenstift, so einen richtigen Lippenstift, habe ich glaube ich auch gar nicht mehr. Also den finde ich auf jeden Fall cool. Nummer 13. Da ist hier eine Mascara drin, auch wieder in der kleinen Größe. Aber oh mein Gott, es ist die Sky High Mascara. Oh mein Gott, vielleicht kennt ihr die. Die hatte so einen Hype auf TikTok. Leute, diese Mascara ist so unfassbar gut. Also wenn ich Mascara trage, dann immer diese hier, die ist unfassbar krass. Also diese Mascara ist einfach so geil. Ist von Maybelline, wie gesagt, die Sky High Mascara. Falls ihr die noch nicht getestet habt, müsst ihr die unbedingt mal ausprobieren. Für noch mehr Glanz auf den Nägeln. Och man, Maybelline! Und zwar ist es ein sehr, sehr heller Rosaton. Wir hatten bis jetzt schon 3 Nagellacke drin und das in, ich glaube, 15 Türchen. Wir sind dann, glaube ich, bei Nummer 15, kann das sein? Oh mein Gott, wir haben die Nummer 6 übersprungen. Ich sehe gerade hier 6. Wir haben die Nummer 6 übersprungen. Okay, das ist an Nikolaus. Ich hoffe, dass da jetzt was Cooles drin ist, weil ich finde, die 6 und die 24 sollten was sehr Besonderes sein. Oha, was ist das denn? The False Lash Mask. Eine Wimpernmaske? Oh mein Gott, das ist sau, 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 sau geil. Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall ein sehr geiles Tischchen. Ich glaube, das ist wie so eine... ja, wie so ein Wimpernserum, was die Wimpern auf Dauer verlängern soll. Also auf jeden Fall eine Wimpernmaske. Ey, das ist richtig, richtig cool. Oh mein Gott, das ist echt nice. Vor allen Dingen ist es eine Probe und ich glaube, die kostet sogar 13 Euro. Wie kam es denn dazu, dass ich die Nummer 6 einfach vergessen habe? Jetzt sind wir, glaube ich, bei Nummer 15. Etwas, er kann als Lidschatten oder als Lippenfarbe verwendet werden. Es ist ein Cream Blush. Und es ist so eine richtig schöne Korallfarbe. Es ist die Farbe 15. Ich habe die, glaube ich, noch nie ausprobiert. Ich bin mir nicht sicher. Dann geht es weiter mit der Nummer 16. Das ist ein sehr leichtes Türchen. Und zwar ist hier eine kleine Nagelfeile drin. Ja, ich weiß nicht. Also generell, ich komme nicht mit Glasnagelfeilen klar. Und sie ist halt so voll klein. Finde ich jetzt auch wieder nicht ganz so cool. Weiter geht es dann mit der Nummer 17. Kleiner Reminder noch, alle Sachen, die ich von den Adventskalendern nicht benutzen kann und die natürlich auch noch nicht benutzt oder geöffnet sind, verschenke ich am Ende von all meinen Adventskalender-Videos an euch. Also ich werde das in ein paar Pakete aufteilen und dann verlosen. Also dafür müsst ihr einfach den Adventskalender-Videos immer einen Daumen nach oben geben und meinen Kanal kostenlos abonniert haben. Das perfekte Duo mit dem Color Sensational Lippenstift. Das ist bestimmt ein roter Lip Liner. Oh krass, das ist so ein richtig schönes Dunkelrot. Ich hätte gedacht, da ist jetzt dieses knallige Rot drin, aber es ist ein richtig schöner dunkler roter Lip Liner. Das ist die Farbe 540. Die Farbe gefällt mir voll gut. Dann geht es weiter mit der Nummer 18. Wir sind voll schnell. Ich glaube, hier ist wieder ein Primer drin, aber ich muss sagen, bis jetzt haut der Adventskalender mich nicht komplett um. Und zwar ist es ein Primer, der Baby Skin Primer. Der Primer ist aber richtig gut. Also den kann ich euch generell voll weiterempfehlen. Aber es hat auch wieder eine Mini-Größe. Aber wir haben immerhin 2 Mini-Primer. Dann sind wir jetzt schon bei der Nummer 19. Da könnte auch wieder irgendwie was für die Augenbrauen oder für die Lippen oder sowas drin sein. Und zwar ist es ein Kajal. Boah, ich weiß nicht, also ein Kajal und so ein Gel-Liner finde ich jetzt sehr ähnlich. Deswegen, ich finde, die hätten nur eine Sache von beidem reintun können und vielleicht mal noch ein Liquid Lipstick oder so reinpacken können. Die sind nämlich auch voll gut von Maybelline. Augenbrauenstifte kommen und gehen, aber eine gute Spitze bleibt. Hä? Bruh. Irgendwie passt es gar nicht zum Türchen. Hier steht irgendwas von Augenbrauenstifte kommen und gehen, aber ein guter Spitzer bleibt. Wow. Warum denn ein guter Spitzer? Und dann ist hier ein Lippenprodukt drin.
Das verwirrt mich gerade voll. Auf jeden Fall ist hier Baby Lips. Kennen Sie die noch? Die waren früher mal voll im Hype. Aber das verwirrt mich, dass hier irgendwas so ein Spitzer draufsteht. Nummer 21 ist wieder ein größeres Türchen. Und zwar ist hier ein Spitzer drinne. Wie verwirrend. Und zwar steht hier für gepflegte babyweiche Lippen in Kirschrot. Schützt zusätzlich die Lippen mit LSF 20. Oh mein Gott, ich glaube, die haben die Türchen vertauscht, weil bestimmt hätte der da drinne sein müssen und die Nummer von dem Spitzer hier drinne. Dann Nummer 22 ist wieder richtig schwer. Und zwar ist es eine Mascara, und zwar ist es die Lash Sensational Mascara. Ist die Lieblingsmascara meiner Mama. Deswegen, sie wird sich wahrscheinlich sehr freuen. Ich liebe einfach diese Sky High Mascara. Einmal hier wieder etwas für die Nägel. Aber es sieht nach einer sehr schönen Farbe aus, und zwar so ein Perlrosa. So sieht die Farbe aus. Finde ich voll schön, aber wie gesagt, meine Fußnägel sind mit Gel und meine Fingernägel sind auch Gelnägel, deswegen ich kann die alle leider nicht benutzen. Wir machen jetzt weiter mit der Nummer 24 und ich hoffe, dass hier jetzt irgendwas Krasses drin ist. Hier steht irgendwas von Lippen, also hier wird irgendwas für die... Yay! Woo! Oh mein Gott, also erstmal ist hier ein Gutschein drin, wie schon auf der Verpackung außen drauf stand, und ein Liquid Lipstick, und zwar meine ich die, die sind unfassbar gut. Das habe ich mir noch hier drin gewünscht, ich finde, sowas hat auch gefehlt, und wenigstens war es in der 24 drin, das ist die Farbe 15. Ja, im Großen und Ganzen ein kurzes Fazit von mir, hiervon werde ich leider nicht so viele Produkte einfach benutzen können, weil ich einfach einige Produkte schon zu Hause habe und die jetzt nicht so interessant finde. Also ich finde den Liquid Lipstick cool, aber ich habe genau die Farbe schon, deswegen wird er an euch gehen. Alle Nagellacke werden an euch gehen, der Spitzer, der Spiegel, die Primer, dann die zwei Kajalstifte, die Augenbrauenfarbe, vielleicht passt jemand nur von euch. Der Blush, also ich glaube, das Einzige, was ich behalten werde aus dem Kalender, ist für meine Mama einmal die Mascara, dann einmal der Lip Liner hier. Da wäre es halt cool gewesen, wäre da noch ein passender Lippenstift bei gewesen. Die Sky High Mascara, der dunkelrote Lip Liner und die Wimpernzange. Also das sind jetzt, glaube ich, die Sachen, die ich behalten werde, und den Rest werde ich an euch verschicken. So, der hat 50 Euro gekostet. Das heißt, ich finde, der sollte mindestens einen Wert haben von 90 bis 100 Euro. Und wenn er diesen Wert nicht erfüllt, dann ist es definitiv kein Adventskalender, wo ich sagen würde, oh mein Gott, Leute, kauft euch den, der ist so cool, das lohnt sich unnormal. Also wenn er diesen Wert nicht erfüllt, dann weiß ich nicht, ob der sich lohnt, den einfach zu kaufen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Maybelline Adventskalender fandet. Und wenn euch dieses Video jetzt gefallen hat, würde ich mich total über einen Daumen nach oben freuen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Kalender wir dann nächste Woche auspacken sollen. Und ja, bis dann. Ciao.